Hallo meine Freunde, ich bin wieder euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Wir haben gerade so zwei Kollegen hinter uns, die uns nicht gerade freundlich gesinnt sind, von Team Skull. Nachdem wir letzten Part, die kurze Begegnung mit denen hatten. Aber davor waren wir natürlich ein bisschen shoppen. Wir haben uns neue Klamotten geholt, wir haben ein bisschen trainiert, haben versucht einen Abra zu fangen. Es hat nicht geklappt, deswegen habe ich gesagt, es ist Schicksal, wir bekommen kein Abra ins Team. Und ja, wir haben ein bisschen Malasadas gefuttert. War lecker wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Bautz hat's gefallen. Also Robin Hood. Aber heute werden wir uns diesen Kollegen hier stellen, denn der wurde uns aufgetragen vom Captain der Förne. Mein Captain. Na du? Ich werde dir zeigen, was für ein Pro ich im Umgang mit Pokémon bin. Check this out! Ha, dann zeig mal, was du kannst. Team Skull, Rüpel fordert dich raus. Ja, bin mal gespannt, was hast du im Team? Wahrscheinlich ein Zubat oder ein Slimer. Ein Zubat. Gefangen in einem Nestball. Sieht zumindest aus wie ein Nestball. Könnte auch ein Safari-Ball sein, theoretisch. Ja, dann würde ich sagen, das Ding hat keine Chance gegen uns. Es ist ein Gift- und Flugtyp. Ja, hat keine Wirkung, bringt uns fast gar nichts. Klammer. Eine Sache, von der ich weiß, ist, dass Zubat eine Attacke besitzt. Was war gemein? Hat sie umgedreht und hat sie angeschaut. Voll gemein. Dass Zubat eine Attacke besitzt, die doch ein wenig hart gebufft worden ist. Ich weiß nicht, ob sie immer noch beherrscht von Anfang an. Ich denke mal eher nein. Das ist nämlich ein bisschen krank, glaube ich. Echt jetzt? Das war's schon? Hm. Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist. Yeah! Hey Bro, tu mir so, als wäre das nie passiert. Lass uns bitte eine Biege machen. Elimas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Tja, Feiglinge. Meine Güte. Das hast du gut gemacht. Deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Dankeschön. Als wäre ich im Pokémon-Center um die Ecke, aber Dankeschön. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kokui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Ja. Als ob. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima. Oh, ernsthaft? Wir kämpfen jetzt? Als ob wir jetzt kämpfen. Captain Elima fordert dich raus. Oh, wow. Überball in der Hand? Oh, das ist nicht gut. Mangunior. Welches Level? Nein, das ist machbar. Klammer. Wir sind schneller, okay. Dann hätte ich auch Biss machen können. Tackle, okay. Macht guten Schaden wegen Step. Nochmal Biss. Hoffen wir mal auf den Flinch. Zurückschrecken. Komm, schreck zurück. Silberblick. Das ist nicht so toll. Senkt die Verteidigung um eine Stufe. Haben sie auch nicht geändert gehabt. Okay. Biss. Ja, es ist zurückgeschreckt. Sehr schön. Wenn du der Captain bist, ja? Oh. Du setzt einen Trank ein. Dankeschön. Mann, ey. Hätte nicht gedacht, dass er Trank einsetzt. Aber interessant. Biss. Ja, Tackle trifft auch. Das wird wehtun. Ich würde sagen, Klammer und das sollte reichen. Das reicht nicht. Und er trifft. Nein, 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 nein. 9 Volt. Oh, es war ein Crit. Komm schon. Es ist immer ein Crit. Es ist immer ein Crit. Da kommt halt Robin Hood. Hat er schon lange nicht mehr gekämpft, wirklich.
Na dann, machen wir mal Schnabel. Pick, du bist besiegt. Ach, das ging ja so langsam runter, die KP. 77 Erfahrungspunkte, okay. Und Farbigel. Wir wollen natürlich nicht wechseln. Ist es ein Alola-Farbigel? Ist es ein normales Farbigel? Gut. Hätte ja sein können, dass er Alola-Form besitzt. Weiß ich ja nicht. Bin mal gespannt, was für Attacken du beherrschst. Ich mach mal Kraftschub. Du kannst Glut. Du kannst höchstwahrscheinlich alle Elementarangriffe, wa? Das ist uncool, Mann. Weil es nicht nett ist. Außer ein bisschen schneller als ich. Das ist auch nicht so cool. Das war sehr effektiv. Und das war so klar, ne? Es war so klar. Okay, den Kampf möchte ich ungern verlieren. Deswegen kommt jetzt mal Davina raus. Davina, komm schon. Du bist auch mal dran. Was zum Teufel war das für ein riesiger Schadenswert, ja? Trank. Einsetzen. Ja, Trank. Auf Robin Hood. Habe ich irgendwie ein Gegengift? Ein Anti-Feuerdingen? Ich glaube nicht, oder? Oh, wow. Ich werde von einem Farbigel verprügelt. Willst du mich verarschen, oder was? Wieso werde ich von einem fucking Farbigel verprügelt? Das ist uncool, Mann. Hm. Blattwerk, ne? Blattwerk. Flinklaue. Bitte noch ein Crit, wäre super schön gerade. Es ist kein Crit. Boah, dieser Schaden, ja. Den kann ich nicht gegenheilen. Unmöglich. Es ist unmöglich. Ich muss ihn gerade verlieren. Das hat ja keinen Sinn. Das verballert eigentlich nur meine ganzen Sängens hier. Außerdem ist er natürlich schneller und ich hätte keine Chance gegen gehabt. Verdammt. Und es ist wieder ein Crit. Ja, sicher. Ganz im Ernst. Hätte er keinen Burn drauf bekommen, ja? Hammerhart. Du als ein Pokémon Center, um dein erschafftes und besiegtes Pokémon Team wieder zu weiteren Farben schon. Ist mir scheißegal. Captain Elima, ich glaube, er hat es ordentlich hinter den. Was? Elektro-Dingens? Naja, haben wir schon mal gesehen, was passiert, wenn man verkackt. Das ist aber ziemlich böse, das Ding. Das Farbige von ihm. Ich weiß, was ich machen werde. Ich werde es einfach. Moment. Ich werde es so spielen. Ich werde Robin Hood als erstes reinbringen. Gegen das Mangunior, wenn ich nochmal gegen kämpfen sollten darf oder so. Das war ungünstig, Mann. Also Robin Hood an erster Stelle. Oh, da hinten. Ich war im anderen Pokémon-Center gar nicht drin. Ach, wie doof. Es ist ein weiter Weg. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich werde versuchen, direkt mit Kraftschub mich hochzuboosten. So plus 3 dürfte reichen, denke ich mal. Und dann werde ich hoffentlich dieses blöde, nervige Farbigel mit einem Angriff rausnehmen. Das kann ja nicht sein, dass nach einer Glutattacke direkt einen Burn drauf bekommt, ja? Das kann es ja einfach nicht sein. Außer will ich irgendwann Wuffels haben, ja? Das ist doch nicht euer Ernst. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Unfassbar. Unfucking fassbar. So. Du. Revanche, ja? Also dich. Du sagst gar nicht, du hast. Okay. Okay. Schau nicht so doof. Ich mach dich fertig, Mann. Ich wünschte, ich hätte irgendwie einen Feuerheiler gehabt. Das hatte ich aber nicht. Mann, warum? Ah, Mann.
Hab kurz aufs Handy geschaut, was da so abgeht. Aber anscheinend nicht viel. Aber wer hängt bitte Mangunia mit dem Hyperball? Wer ist denn so bescheuert? Es sei denn, es ist gezüchtet. Huh. Das wäre ja möglich. Kraftschub. Ich nehme an, dass Mangunia kann keine Attacke, die mir irgendwie schaden kann. Außer Deckel. Das macht auch nur 7 Schaden, das ist auch okay. Ein plus 2 oder plus 3? Ich mache ein plus 3 raus. Ich werde ein bisschen greedy gerade mal. Mann, Schwert hat's auf dem Ding. Dürfte wahrscheinlich super gut werden, ja? Doch, dürfte super gut werden. So, bevor ich das Ding jetzt allerdings angreife, werde ich dann direkt mal einen Trank reinwerfen. So, Beutel, Trank, haben wir ein paar. Muss man sagen, ja, die kämpft gegen solche, naja, Bossgegner in Anführungszeichen. Ich glaube, es ist doch ein Bossgegner, ja? Doch, müsste einer sein. Sind doch schon ein bisschen härter. Also, das mit dem Farbigel und Glut, hätte man drauf kommen können. Weil es Farbigel ist, kann er alles lernen. Ist gemein. Ist unfair gemein. Gerade zu Beginn. Aber was will man sonst rein... Boah, was will man sonst reinbringen in das Ding, ne? Ich wüsste jetzt nicht, was ich unbedingt reinbringen wollen würde. Und ich werde einfach mal noch ein bisschen Kraftschub machen, weil... das Ding scheint doch ein bisschen mehr auszuhalten dann. Und wenn ich das Ding one-shotten möchte, dann sollte ich ein bisschen... Oh, Silberblick. Kannst du ruhig einmal gerne machen. Es sei denn, es ist ein Crit, das wäre super ungünstig, ja. Nochmal Silberblick. Jetzt bist du aber ziemlich gemein. Aber jetzt muss ich dich angreifen. Außer du hast ruckzuck gepiept. Das wäre super fies. Nein, Blattwerk kommt zuerst durch. Bringt den K.O. auf Mangunia, gibt uns das Level ab, hoffentlich. Ja, Level 12. Sehr schön. Kein auf Verteidigung, ja. Und jetzt kommt das Farbigel. Brrr. Und in der Hinterhand habe ich ja noch 9 Volt. Und mit 9 Volt kann ich eventuell die Genauigkeit senken. Aber ich versuche es mal direkt anzugreifen mit Blattwerk. Es macht... Wieso machst du Tackle? Holy crap! Böses Farbigel nutzt meine Verteidigungs... senkte Verteidigung aus. Hammer! Die haben die KI so gut verbessert. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. 1200. Ich muss ja sagen, das ist echt gut gemacht von der KI. Also, dass sie jetzt den gesenkten Wert nutzen, anstatt auf Step zu gehen, oder nicht Step, auf die Schwäche. Weil ich denke mal, Glut hätte wahrscheinlich auch ordentlich viel getan, aber mit Tackle hatte er Chance gehabt, eventuell zu besiegen. Wäre ekelhaft geworden. Du bist... Nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege die unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Elimer-Prüfung, natürlich. Du findest die Höhle hinter Route 2. Dein roter Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alola! Gott! Machen wir uns auf den Weg zur Route 2. Sie ist immer sehr belebt. Okay, aber vorher will ich mal schauen, was das unten für ein Item ist und unbedingt dann noch heilen, weil, boah, Junge, der macht einen Schaden, ja? Es war ein Supertrank, ich hab's gewusst. Ich wollte einen Supertrank haben und hab keinen gefunden. Aber dann liegt da einer rum. Blech. Na, wenn wir im Pokémon Center schon mal ein bisschen einhergehen, dann werden wir wahrscheinlich auch mal, ich denke, ja, werden wir ein bisschen mal heilen und eventuell mal gucken, ob die was anderes im Laden haben. Aber ich denke mal nicht so allzu viel. Nicht allzu viel, aber heilen auf jeden Fall. So. Boah, das war ein Kampf, ey. Für den Anfang echt gemein. Er hat wahrscheinlich noch Ackerknarre drauf und höchstwahrscheinlich dann Blattwerk. Neben Tackle. Ich hatte gehofft, dass wenn ich Kraftschub einsetze, es irgendwie auch Kraftschub, die zocken Pokémon ernsthaft. Wow. Dass sie dann irgendwie mit Farbigels Nachahmer angreifen. Aber hey, ich will einen Entern haben, also lass uns gleich mal nochmal tauschen. Okay.
Sofort Link im Hand und den tauschen. Okay. Hey du, weißt du, was Scheißer Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, wirst du erfahren, was Herrscher Pokémon sind. Oh. Entschuldige bitte, du bist ein Trainer, oder? Nun fragst du dich sicher, was eine solche Schönheit wie ich von dir will. Die Sache ist die, ich hätte eine kurze kleine Bitte an dich. Hättest du kurz Zeit? Sicher doch. Ich danke dir. Nun, wie du sicher unschwer erkennen kannst, bin ich mit einem wahrlich bezaubernden Aussehen gesegnet. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben. Um wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch eine mitreißende, fesselnde Persönlichkeit. Verstehst du? Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Haoli-Friedhof... okay. Leben angeblich sogenannte Driftlon. Diese in der Luft schwebenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes kugelrundes Aussehen, punkt dafür aber mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich erhoffe mir nun im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von ihm zu lernen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du einen Driftlon fangen und den Pokédex registrieren könntest. Dafür belohne ich dich auch gerne. Klar, fangen wir Driftlon. Tolles Verraten? Das haben wir schon in der Pokéschule gelernt. Yay. Oh, rechter, linker Schalter. Was haben wir hier? Kaufen. Ugh. X-Spezialverteidigung? Okay. Keine. Die haben wir Feuerheiler. Hätte auch sein können. Nee, eine Eisattacke wäre richtig unfair gewesen auf dem Farbige. Habe ich kurz überlegt. Wie wäre es denn gewesen mit einer Eisattacke? Hätte auf jeden Fall dann eine Eisattacke eingesetzt und wir wären auf jeden Fall besiegt geworden, ne? Das wäre nicht so schön gewesen. Gebirges! Hi Lilly! Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal meine Kleidung alleine kaufen. Oh, du bist ja ganz anders. Naja. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen. Kaporiki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lilly gehört. Ganz ehrlich, ein Name und die Stadt, ne? Lilly und Lilly. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kaporiki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Ach, Wölkchen ist immer dabei. Piu! Gebirges, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Eine kleine Sache noch zu Wölkchen, also zu Cosmog. Nanu? Es kommt mir vor, als hätte ich sowas von Route 2 schon mal gesehen. Was? Zu Wölkchen. Ich weiß nicht, es hat ein Kirby-Gesicht, also Gesicht wie Kirby. Es ist ja quasi ein Sterndingen. Und Kirby ist auch so eine Art, naja, Sternkrieger. Ganz ehrlich, wenn ich das Ding haben würde, würde ich es Kirby nennen. Höchstwahrscheinlich. Oh, hier ist Haller. Und sein Tauros. Tau. Schon wieder. Hallo, Gebirges. Es ist mir endlich gelungen, Tauros zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Ach, hallo. Tau? Sieh mal, wie es sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer aufregend, weil es sich so gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Es möchte auf Inselwanderschaft gehen, was? Es haut ab. Wie? Du möchtest Fang spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich der Inselkönig. Wie der alte Mann rennt. Voll gut. Wie es wohl jenseits von Route 2 aussieht? Ich war noch nicht auf Route 2. Route 2. Ein grasbewachsener Weg. Kann man hier bitte Wuffelzwang, bitte? Ach nein. Sieh dich vor, wenn du das hohe Gras auf Route 2, wenn das rote würde, ist schon ein wildes Pokémon, das auf unbedarfte Trainer aufgesehen hat. Das Gute daran ist, dass diese Pokémon auf Items fallen lassen, wenn man sie besiegt. Oho. Okay. Ein wildes Makuhita. Oho. Da sind wir im Typenvorteil.
Welches Level hast du? Ich will kein Makrohüter trainieren, aber ein Kampftyp wäre schon nicht schlecht gegen das Farbigel. Ja, Sandwirbel. Ha! Drecksvieh. Typisch Kampf-Pokémon zu Beginn. Alle mit Sandwirbel. Sei es Zurutex oder ein Makuhita. Och, Armstoß. Das tut weh, wenn es nicht, nicht effektiv wäre. Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Ei, schon wieder Flinklaue. Besiegt uns, war ein Volltreffer. Sehr schön. Und Level 13. Wann entwickelst du dich? 14, 16, 18. 42 KP schon. Das Ding bekommt KP ohne Ende. Ist abartig. Und wir bekommen nichts. Gemein. Die Musik ist so super. Ja, Moment. Das war nicht Items, das war das hier. Du und du. Tauschen. 9 wolltest du auch mal wieder kämpfen. Und dann schauen wir mal, was wir noch finden können. Ein Alola Mauzi. Auch wundere ich mich, wann Mabula seine erste Step-Attacke lernt. Käfer. Neben Fadenschuss, was ich natürlich verlernen lassen würde an der Stelle. Mogelhi. Ah, oh, das gibt's doch gar nicht auf dem Level schon. Boah, ist das ätzend. Boah, ist das ätzend. Kann jetzt schon Mogelhi. Und dann noch mit Technik als Fähigkeit wahrscheinlich. Boah. Das ist richtig ja mies. Richtig ja mies. Vor allem, wenn du so doof bist und es einsetzt nach Runde 1. Ha. Das ist dumm. Level 11. Ja. Wird langsam. Geh mal hier raus. Oder auch nicht. Bin gespannt, wie weit wir heute kommen überhaupt. In dem Part noch. Noch ein Mauzi. Level 8. Ich glaube, du hast noch keinen Mogli, hoffentlich. Heuler. Na super, du guckst nicht böse an. Crit. Kein Crit. Biss. Das war ordentlicher Schaden. Du bist 100%ig Techniker. Lehmschelle. Meine Güte, 10 Schaden von einem Biss. Dankeschön, sei besiegt. Auf Wiedersehen. Mann, die hauen aber ordentlich Schaden rein mit ihren Step-Attacken alle. Und wegen das Spiel so einfach. Vielleicht wenn man mit einem Pokémon durchrennt, klar, aber nicht mit einem Team. Nimm mal 2. Na. So, hier vorne war eine Trainerin. Na, auf Inselwanderschaft. Dann besteht eine nächste Prüfung darin, mich in all meiner Schönheit zu besiegen. Ha. Bring it on. Schönheit Charlize. Ha. Charlize? Charlize? Nebulak? Alter, wo sind wir denn hier? Sind wir hier in Johto oder was ist los? Auf dem Level? Gut, wir haben Biss, aber... Okay, es macht schon Sinn. Horrorblick. What? Ja, das sind Psyau-Augen. Süß. Ich will mal nichts sagen, aber... Okay, es macht Sinn, dass sie hier Geister reinbringen, schon am Anfang. Weil sehr viele Pokémon hier Unlichtattacken beherrschen. Oder vom Typ Unlicht sind, aber... Hart. Wow, für dich ist sicher keine Prüfung zu schwer. Wow, du guckst mich aber ziemlich böse an. Hey. Ja. Schön. Dann wollen wir mal schauen. Was haben wir hier oben? Na?
Hinter dem hohen Gras geht es zum Haoli-Friedhof, wo Pokémon ihre die letzte Ruhe finden. Ihre ehemaligen Trainer besuchen sie dort. Okay, da haben wir Steine. Da geht's weiter, da wollen wir noch nicht hin. Kann man da unten lang gehen? Da ist ein Item. Zum Haoli-Friedhof. Was? Unser allerletzter Wille. Hier zu ruhen in ewiger Stille. In ewig Stille. Darf ich da rein? Tatsache. Hammer. Oh, da ist ein Trainer. Ein Paraheiler. Okay. Finden wir hier Geister? Ganz viele Geister. Nebulak. Ich wollte mal schauen, ne? Ich habe da nämlich was gehört. Hehe. Schaut mal, Boden ist sehr effektiv auf dem Nebulak. Na? Na? Nope, es hat keine Wirkung, es hat Schwebe. Das ist gemein. Ich habe da aber was von gehört, von wegen, Alter, Groll, ja. Ich habe da irgendwas gehört von wegen, Gengar hätte keine Schwebe mehr. Was ich irgendwie nachvollziehen kann, aber irgendwie auch echt brutal finde. Weil Gengar ohne Schwebe bösartig schwer zu besiegen. Also so schon mit Schwebe, aber ohne Schwebe eine andere Fähigkeit wahrscheinlich noch besser. Weil Bodenattacken ja kaum vorkommen, momentan. Traunfugier? Okay. Traunfugier hätte ich nicht erwartet. So viel zu Johto, ne? Ja, es reicht nicht ganz. Beenden wir es mit einem weiteren Biss. Ich weiß ja nicht, was Traunfugier so per Level abbekommt. Aber irgendwann möchte ich einfach mal fangen und trainieren. Wobei ich weiß, dass Traunfugier nicht so das beste Pokémon ist zum Leveln überhaupt. Zumindest früher. Vielleicht haben sie es geändert. Level 12. Immer noch keine Entwicklung. Alter Schwede. Hier ist eine TM. TM 100 Vertrauenssache. Aha. Sehr schön. Alter, die Encounterrate, ja. Alter, die Encounterrate. Ein Nebulak. Hauen wir es eben noch um und dann beende ich den Part, denke ich mal. Lecker. Die Paralyse? Paralyse, natürlich. Biss. Besiegt. Sehr schön, war ein Volltreffer auch. Und ich würde sagen, machen wir hier weiter im nächsten Part. So ein bisschen hier erkunden, denke ich mal. Wobei, nehmen wir das Item noch mit. Das ist ein Trainer. Wow. Item. Nehmen wir eben noch alles mit, was er finden könnte. Bisschen Grab schänden und so. Grabräuber spielen. Ja, machen wir im nächsten Part weiter. Besiegen hier diese Trainer, die hier rumstehen. Diese 2, 3. Und schau mal, ob wir die Route 2 denn beenden können. Vielleicht ist sie auch ein bisschen länger, weiß ich ja nicht. Könnte auf die Karte schauen, aber mache ich jetzt nicht. Hihi. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr die Frage der Folge beantworten. Und ich sage dann wie immer an der Stelle, bis dahin, ciao, ciao.